Willkommen, liebe Freunde, bei Freitalk Ausgabe 18 und dem versprochenen zweiten Teil meines Messerückblicks von der Intermodellbau Dortmund 2023. Beginnen möchte ich heute mit Viessmann. Mit gleich zwei Schauanlagen war das CarMotion-System Mittelpunkt des Interesses aller Besucher. Ich habe mich mit Constanze Viessmann-Cato verabredet und sie bringt uns die neuen Entwicklungen um CarMotion in ihrer begeisternden, sachkundigen und natürlich auch charmanten Art kurz und knapp auf den Punkt. Ja, dann hallo, liebe Freunde der Modellautobahn auch. Wir sind hier in der Messe Dortmund und haben super, super schöne Neuheiten anzukündigen oder neue Entwicklungen anzukündigen, was wir auf jeden Fall uns intern dazu entschieden haben, dass wir das nicht länger geheim halten wollen. Und das ist die induktive Ladung. Wir können jetzt auch Fahrzeuge induktiv laden. Können wir schon länger, aber die induktive Ladung wird erst in einem Jahr wirklich verfügbar sein, maximal. Ich kann vorab erstmal alle beruhigen. Alle Fahrzeuge, die bis jetzt ausgeliefert wurden, sind nachrüstbar. Das heißt, egal welches Fahrzeug ich mir jetzt schon gekauft habe, das Startset oder auch die LKWs, die noch kommen werden, alle sind induktiv nachrüstbar. Die Autos können dadurch wesentlich länger auf der oder brauchen gar nicht mehr von der Anlage genommen werden. Das heißt, ich habe die hier schon auf der Messe den ganzen Tag liegen. Es war in Nürnberg ein bisschen schwieriger, weil ich musste die hin und wieder mal zum Laufladen bringen. Jetzt muss ich die gar nicht mehr anpacken und das wird der Kunde nachher mit so einer Spule auch nicht mehr machen müssen. Die Spule sagen wir deswegen jetzt schon, weil wir wollen jedem, der eine Anlage plant, schon sagen, was es denn geben wird. Dass man auch weiß, was es noch kommen wird. Die Induktivspule soll man sich so vorstellen, dass es nicht nur einfach eine Spule ist, die einfach nur wie bei einem Handy kontaktlos auflädt, sondern die wirklich intelligent ist. Und mit Intelligenz meine ich, die redet mit den Fahrzeugen, die Fahrzeuge antworten auch. Und in dem Moment kann ich die Spule so intelligent machen, dass ich damit die komplette Anlage auch digitalisieren kann. Dass ich die Spulen hintereinander verknüpfen kann. Ich kann die an eine Zentrale anschließen und in dem Moment kann ich von der Zentrale die komplette Anlage auch steuern. Ich kann Fahrstraßen machen, ich kann die Ampel steuern und vor allen Dingen, ich habe die Ladung unter der Straße drin. Das heißt, ich muss die Fahrzeuge nicht mehr runternehmen und ich kann eine Ampelsteuerung so machen, dass die Autos bleiben vor der Ampel stehen, über der Spule. Die Spule sagt, wie viel hast du denn an Akku? 30%. Gut, dann bleibt man ein paar Sekunden länger stehen und die Ampel bleibt auch ein paar Sekunden länger rot. Und in dem Moment, wo der dann voll ist, wird die Ampel grün, Fahrzeug fährt los, ist natürlich toll. Das heißt, alle Fahrzeuge jetzt nachrüstbar. Warum sagen wir auch diese Induktivladung? Und das hat noch einen ganz anderen Grund, weil es werden PKWs und Busse auch noch kommen. Bei PKWs bin ich natürlich extrem klein. Das heißt, der Akku, der in so ein PKW noch reinpasst, komme ich auf eine Fahrzeit von vielleicht halbe Stunde, Stunde. Und das macht ja echt wirklich nicht viel Spaß, nach einer halben Stunde wieder zum Aufladen zu gehen und dann muss ich wieder zurückkommen. Mit der Induktivladung habe ich natürlich die Möglichkeit, die Fahrzeuge draufzulassen und ich kann vor jeder Ampel ein bisschen laden und direkt weiterfahren. Es fällt gar nicht mehr auf, dass die Autos einfach nicht diese Kapazität haben, wie ich in den LKW einfach reinbekomme. Das ist schon wesentlich schöner. Und ich habe halt dann auch wirklich die Möglichkeit, die ganze Anlage von überall zu steuern. Die Spulen, die können auch die Fahrzeuge ein- und ausschalten. Das heißt, ich kann einfach die Fahrzeuge über die Spulen parken, kann sagen, ich schalte die aus und die Spule kann die auch wieder anmachen, was wir bis jetzt im Moment nur mit dem Magneten konnten. Das heißt, die Spule ist so ein Alleskönner auf jeden Fall. Kann man sich dann überlegen, ob man das machen möchte. Natürlich funktioniert das System wie bis jetzt auch, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant und vor allen Dingen auf die PKWs, denke ich, werden wir uns alle freuen. Habe ich ja auch mal eine Rampe entdecken können, die wie eine Sprungschanze aussieht. Was soll das denn? Weil man will ja manchmal wissen, was geht. Und bei uns geht über 35 Grad Steigung. Und da haben wir einfach mal ausprobiert und auch mal zu zeigen, was funktioniert denn. Auch um die Vollmer Steinkunst auch ein bisschen zu zeigen, weil wir haben wirklich so einen guten Grip, dass die Fahrzeuge wirklich schön hoch und runter fahren können. Und dass man eben auch nicht nur flach bleiben muss, sondern auch eben mal ein bisschen hochfahren kann, ein bisschen runterfahren. Weil so eine ganz flache Anlage ist ja vielleicht dann auch irgendwann ein bisschen langweilig.
aus. Damit ist auch der Beweis angetreten, dass auch auf Anlagen mit enormen Straßensteigungen Carmotion einsetzbar ist. Ja, also das ist schon sehr extrem. Zieht natürlich auch ein bisschen mehr Akku, muss man ehrlich sagen. Aber warum nicht? Ich und sicherlich auch Sie, liebe Freunde, dürfen gespannt sein, wie die Entwicklung weitergeht in Sachen Carmotion. Also ich glaube, da wartet noch manch Überraschung auf uns. Die Auhagen GmbH aus Marienberg im Erzgebirge ist als Hersteller von Modelleisenbahnzubehör bei vielen Modellbahnern bekannt. Das Unternehmen produziert immerhin schon seit 1952 Gebäudebausätze der Nenngrößen TT, N und H0. In der Halle 4 in Dortmund habe ich mich an dem dicht umlagerten Stand von Auhagen mit Markus Tillich getroffen. Eigentlich hatte ich ja auch noch die Absicht, anschließend bei Mike Lorber vorbeizuschauen, aber an seinem Arbeitsplatz am Stand war überhaupt kein Rankommen. Also hier nun die wichtigsten Neuheiten auf der Intermodellbau mit Markus Tillich. Wir freuen uns auch dieses Jahr wieder unsere Modellbahnfreunde in Dortmund hier auf unserem Stand begrüßen zu dürfen. Und jetzt machen wir einen kurzen Rundgang für unsere Neuheiten. Und beginnen möchte ich dieses Jahr mal mit unseren Modellen der Marke Minicar. Wir haben hier drei neue Modelle. Wir haben den Goliath Luxusbus und wir haben zwei Busse in THW-Optik. Die sind jetzt hier ab der Messe lieferbar und gleichzeitig stellen wir auch zwei Formneuheiten vor. Es gibt zwei Varianten des Busses mit einer Getränkepritsche, einmal geöffnet und einmal geschlossen mit verschiedenen Bedruckungen. Und diese Modelle kommen dann im Sommer in den Handel. Wir haben dieses Jahr im Bereich für unsere H0-Bahner eine neue Kleinbekohlung, die Kleinbekohlung Wolkenstein. Und wir haben da einen schönen Bauwagen, es gibt ein neues Förderband dazu und damit lassen sich die Bekohlungssituation für Schmalspurbahnen wunderbar in Szene setzen. Und ergänzt wird das durch eine kleine Loktankstelle, womit Diesellokomotiven bedankt wurden. Die kann in jedem BW stehen, an jedem kleinen Bahnhof oder Bahnwerk war das auch zu finden. Wir haben im Bereich der Fahrzeuge einen neuen Multicar M22, jetzt mit Nachläufer. Damit wurden lange Güter transportiert. Wir haben jetzt hier als Beispiel ein paar Betonmasten von Laternen aufgebracht und damit kann man auch schön die Szenen gestalten. Für den Herbst diesen Jahres haben wir zwei neue Schmidtstraßen im Programm und das Highlight bei diesen Modellen, sie können durch eine LED-Beleuchtung, durch das Namensschild sowie durch einen Motor wirklich mit Bewegung und Licht ergänzt werden. Die ganzen Inneneinrichtungen, was halt so was dazu ist, so eine kleine Bar oder die Ausgestaltung des Schaufensters sind natürlich wieder mit dem Bausatz enthalten. Also da freue ich mich schon drauf. Das, glaube ich, werden so ein bisschen meine Highlights für dieses Jahr werden. Wir haben einige Produkte im Bereich des Landschaftsbau neu. Da besonders möchte ich mal hervorheben unsere Flusslandschaft. Die besteht aus einer fotorealistischen Drucksache und es kommt eine Folie oben drauf und zusammen mit unseren neuen Flocken und Fasern lässt sich da wunderbar eine naturtreue Szene nachgestalten. Wir haben zum Beispiel ein Schilf, das gibt es jetzt nur bei der Firma Auhagen in der Größe und damit lassen sich Uferszenen so schön gestalten und das freut mich auch sehr, dass das geklappt hat und dass wir das jetzt hier mit präsentieren können. Für unsere Freunde der Spurweite N haben wir dieses Jahr ein Transformationshäuschen mit der ideal landestypischen Blinkerbauweise. Und zusammen in dem Bausatz finden sich dann auch mehrere Hochspannungsmasten und damit kann man die Umspannwerke quasi, oder wenn das Netz, was dann im Ort angekommen ist, was dann runter transformiert wurde auf das Ortsnetz von den 10 kV, kann man damit in jedes Dorf, in jeder Stadt gab es sowas, kann man das damit gut einfügen. Ergänzt wird das Sortiment in N auch wieder durch einen Multicar M22, eine Pritsche mit Langmaterialanhänger. Und auf diesen Hänger ist auch als Beladegut eine ganze Ladung von
Betonmasten für unsere Laternen mit untergebracht. Wir haben natürlich dieses Jahr auch was für unsere Freunde im TT. Da haben wir uns das Thema Propangas auf die Fahne geschrieben und wir haben eine Propangasstation entwickelt und ebenfalls ein Multicar dazu. Und hier bei diesen Modellen ist es einfach die Highlights sind die Gasflaschen, die da kommen, die wirklich sehr schön originalgetreu, filigran aussehen. Also das ist auch ein Bausatz, auch bei der Propangasstation mit dem Kessel lässt sich das wirklich wunderbar ausgestalten. Es ist ganz viel Dekoration dabei. Also da freue ich mich schon drauf und die Produkte werden dann ab Juli in den Handel kommen. Das war sie nun, die kleine Vorschau von und mit Markus Hillig. Freuen wir uns also auf die vielen kleinen und großen Neuheiten, die da auf uns noch zukommen. In dem Zusammenhang fällt mir gerade ein Satz ein. Eine Modelleisenbahn wird eigentlich nie fertig, ne? Und wer ist schuld? Sie werden es nicht glauben, die Modellbahnindustrie. Denn die sorgt ja mit ihren Neuheiten dafür, dass der Bau auf der Anlage nie zum Stillstand kommt. So, das war mein zweiter kleiner Rückblick auf die Intermodellbau 2023 in Dortmund. Auch hier noch mein Hinweis, Fortsetzung folgt. Und damit bin ich auch schon am Ende für heute mit meinem Freitalk Ausgabe 18 angelangt. Ja, und wenn Sie keine Neuheiten oder Filmbeiträge von uns rund um die Modellbahn mehr verpassen wollen, empfehle ich Ihnen auch unseren kostenlosen Newsletter oder ganz einfach unseren Kanal zu abonnieren. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und denken Sie daran, liebe Freunde. Hoch die Hände, Wochenende, ran an die Modellbahn. Tschüss, Ihr Frank Buttig.